Hallo und herzlich willkommen zu unserer Jahreshauptversammlung. Live aus unserem virtuellen Studio in Leverkusen. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute dabei sind. Bevor wir mit unserer Veranstaltung starten, gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unsere Tagesordnung. Unser Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Richard Pott eröffnet unsere Jahreshauptversammlung mit einer kurzen Zusammenfassung des Jahres 2022. Im Anschluss werfen unser Vorstandsvorsitzender Markus Steilemann und unser Finanzvorstand Thomas Töpfer ein Blick auf die Entwicklung des vergangenen Jahres und ordnen die Geschäftsergebnisse ein. Bleiben Sie also dran, gleich geht es los. Meine sehr geehrten Damen und Herren, als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Covestro AG und damit als Versammlungsleiter eröffne ich die achte ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft und begrüße Sie herzlich auch im Namen von Vorstand und Aufsichtsrat. 2022 war erneut kein gewöhnliches Jahr, für uns alle nicht und nicht für unser Unternehmen. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat das zurückliegende Jahr überschattet und dauert weiter an. Viele andere Probleme sind dadurch entstanden oder wurden verschärft. Einige Stichwörter mögen genügen: Energiekrise, Hunger auf der Welt, hohe Inflation und eine sich deutlich abschwächende Konjunktur. Ein Szenario, in dem unser Unternehmen vor enorme Herausforderungen gestellt war und ist. Aber ich bin froh, dass Covestro bis heute recht gut durch diese schwere Zeit, viele sprechen ja von einer Polikrise gekommen ist. Der Vorstand wird gleich ausführlich schildern, wie wir diesen Herausforderungen begegnen. Jetzt möchte ich aber zunächst zu den Themen der Hauptversammlung sprechen. Der Gesetzgeber hat aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung und der aus seiner Sicht positiven Erfahrungen mit virtuellen Hauptversammlungen während der Corona-Virus-Pandemie das Aktiengesetz im Juli 2022 dahingehend angepasst, dass auch weiterhin virtuelle Hauptversammlungen abgehalten werden können. Vor diesem Hintergrund haben Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam entschieden, die ordentliche hauptversammlung in diesem jahr erneut im virtuellen format durchzuführen. es handelt sich dabei allerdings nicht mehr um dasjenige virtuelle format, das wir alle in den vergangenen drei jahren während der coronavirus-pandemie kennengelernt haben, sondern es handelt sich vielmehr um ein grundlegend erneuertes und verbessertes format mit deutlich weiterreichenden aktionärsrechten. anders als in den vergangenen Jahren haben Sie, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat ihres Unternehmens in einen die Möglichkeit in einen Dialog zu treten und darüber freuen wir uns sehr. Insbesondere haben Sie heute die Gelegenheit, sich elektronisch zu Wort zu melden und sodann nach Aufruf durch mich per Videoübertragung live zu uns und zu ihren Mitaktionärinnen und Aktionären zu sprechen sowie Ihre Fragen an uns zu richten. Das Verfahren dafür werde ich später noch näher erläutern. An dieser Stelle nur so viel. Mit der neuen gesetzlichen Grundlage hat der deutsche Gesetzgeber die virtuelle Hauptversammlung mit der Präsenzversammlung weitgehend gleichgesetzt und die Aktionärsrechte deutlich gestärkt. Die neue virtuelle Hauptversammlung wird interaktiver, lebendiger, und sicher auch deutlich Meinungsstärker, als wir es aus den vergangenen Jahren kennen. Wir sind uns selbstverständlich bewusst, dass nicht wenige von Ihnen trotzdem den direkten Kontakt und Austausch vor Ort mit uns sowie natürlich auch untereinander schätzen. Und seien Sie versichert, auch wir haben diesen direkten Kontakt und Austausch stets sehr geschätzt und tun dies auch weiterhin. Trotzdem hat unsere Abwägung für die diesjährige Hauptversammlung ergeben, dass die Vorteile des virtuellen Formats überwiegen. Zu nennen sind hier unter anderem eine höhere Reichweite, da wir mit dem virtuellen Format auch räumlich weit entfernte Investoren erreichen können, ein deutlich verringerter Aufwand und deutlich verringerte Kosten, die Ersparnis von Zeit und Kosten auf Aufwand auch für Sie als unsere Aktionärinnen und Aktionäre, da Sie nicht länger eigens zur Hauptversammlung anreisen müssen. Und nicht zuletzt eine deutlich positivere Umweltbilanz, was über eine Vielzahl von Gesellschaften gerechnet einen durchaus nennenswerten Beitrag zum Klimaschutz ausmachen kann. Aus eben diesen Gründen schlagen Vorstand und Aufsichtsrat Ihnen unter dem heutigen Tagesordnungspunkt 7 vor, den Vorstand in der Satzung zu ermächtigen, auch künftige Hauptversammlungen im virtuellen Format abzuhalten, ganz ähnlich, wie es in diesen Tagen und Wochen auch nahezu alle anderen börsennotierten Gesellschaften ihren Aktionärinnen und Aktionären vorschlagen. Und die Ermächtigung soll im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben befristet werden, allerdings wollen wir, dabei nicht das gesetzliche Maximum von fünf Jahren ausschöpfen, vielmehr schlagen wir Ihnen eine Ermächtigung mit zweijähriger Laufzeit vor. Wir wollen zeigen, dass wir in den kommenden zwei Jahren mit unserer Ermächtigung verantwortungsvoll umgehen und für die Hauptversammlung ein Konzept wählen, in dem wir Sie umfassend informieren und Sie Ihre Aktionärsrechte effektiv und bestmöglich ausüben können. Wenn Sie unserem Vorschlag folgen, wird der Vorstand auf dieser Grundlage unter Berücksichtigung der jeweiligen Tagesordnung auch künftig über das Format der jeweiligen Hauptversammlung entscheiden. Sollte seine Entscheidung zugunsten des virtuellen Formats ausfallen, so wird der Vorstand im zulässigen rechtlichen Rahmen auch über die genaue Ausgestaltung, insbesondere des Fragerechts der Aktionäre, entscheiden. Aus heutiger Sicht ist tendenziell beabsichtigt, dass die Aktionären ihre Fragen auch künftig während einer virtuellen Hauptversammlung stellen sollen, so wie wir es auch heute für die heutige ordentliche Hauptversammlung 2023 unserer Gesellschaft vorgesehen haben. Wir beabsichtigen also grundsätzlich nicht, Sie mit Ihren Fragen in das Vorfeld der Hauptversammlung zu verweisen und während der Veranstaltung nur noch nach bzw. Rückfragen zuzulassen. Diesen Hinweis haben wir Ihnen auch bereits in der Einberufungsunterlage gegeben, denn Sie möchten ja zu Recht einen Eindruck davon gewinnen, wie wir mit dem uns erteilten Ermessen in Zukunft voraussichtlich umgehen wollen. Meine Damen und Herren, nach diesen Vorbemerkungen kommen wir nunmehr zu den Formalien unserer heutigen Hauptversammlung. Wir übertragen die Hauptversammlung aus den Geschäftsräumen von Covestro, konkret aus dem Gebäude Q24 im Camp Park in Leverkusen. Zum Präsenzbereich der Hauptversammlung erkläre ich diesen Raum G185, in dem sich das Podium befindet, sowie die Nachbarräume G187 und 163. 167, und 163. Gerne möchte ich nun die heute auf dem Podium anwesenden Personen begrüßen. Ich begrüße unseren Notar, Herrn Dr. Mark Herrmann mit Amtssitz in Köln, der wie schon in den vergangenen Jahren die Niederschrift über unsere heutige Hauptversammlung führt. Der Vorstand ist ebenfalls vollzählig hier vor Ort auf dem Podium anwesend. Ich begrüße ganz herzlich den Vorstandsvorsitzenden, Herrn Dr. Markus Steilemann. Herrn Dr. Thomas Töpfer, Finanzvorstand und Arbeitsdirektor, Frau Suscheta Gowil, Vorständin für Vertrieb und Marketing und Herrn Dr. Klaus Schäfer, Vorstand für Technologie. Der Aufsichtsrat ist ebenfalls hier vor Ort in Leverkusen anwesend. Die Aufsichtsratsmitglieder befinden sich aus Platzgründen nicht mit den Vorstandsmitgliedern und mir gemeinsam auf dem Podium. Sie halten sich aber im Präsenzbereich auf und können jederzeit mit uns in Kontakt treten. Wir werden die hier anwesenden Aufsichtsratsmitglieder von Zeit zu Zeit in die Übertragung der Hauptversammlung einblenden, sodass die Damen und Herren auch für Sie, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, sichtbar sind. Dem Aufsichtsratsmitglied Lise Kingo war es aus terminlichen Gründen nicht möglich, aus dem Ausland hier nach Leverkusen anzureisen. Frau Kingo nimmt daher virtuell an der gesamten Hauptversammlung teil, wie auf dem Bildschirm zu sehen. Es fehlt lediglich Mark Stotfang, der erkrankt ist und sich entschuldigen lässt. Ebenfalls hier vor Ort anwesend sind die Stimmrechtsvertreterinnen Frau Ina Moritz und der Stimmrechtsvertreter Dr. Martin Brilleur. Beide wurden von der Gesellschaft benannt. Die heutige Hauptversammlung wird für unsere ordnungsgemäß angemeldeten Aktionärinnen und Aktionäre und deren Bevollmächtigte in Gänze live in Bild und Ton über unser Investorportal übertragen. Des Weiteren können die Aktionärinnen und Aktionäre sowie die interessierte Öffentlichkeit die gesamte Hauptversammlung frei zugänglich live über unsere Internetseite verfolgen. Auch über verschiedene Kanäle sozialer Medien wird die Hauptversammlung übertragen, dort jedoch nur bis einschließlich der Reden des Vorstandes. Die für die Live-Übertragung notwendigen technischen Vorkehrungen haben wir zusammen mit den von uns beauftragten externen Dienstleistern sorgfältig geprüft. Daher gehen wir davon aus, dass die heutige virtuelle Hauptversammlung technisch ordnungsgemäß durchführen zu können. Der Notar hat sich die Technik ebenfalls genau erläutern lassen und sich von den Vorkehrungen selbst ein Bild machen können. Allerdings können die Bild- und Tonübertragungen der virtuellen Hauptversammlung und die Verfügbarkeit des Investorportals Schwankungen unterliegen, auf welche die Gesellschaft keinen Einfluss hat. Sollten technische Probleme auftreten, überprüfen Sie bitte Ihre Internetverbindung. Und aktualisieren oder wechseln Sie gegebenenfalls den Browser. Sollte die Übertragung dennoch weiterhin unterbrochen sein, haben Sie bitte ein paar Minuten Geduld. Sofern die Störung der Übertragung von hier ausgeht, müssten wir gegebenenfalls auf unsere Ersatzsysteme zurückgreifen und werden Sie in einem solchen Fall über unser Investorportal entsprechend informieren. Sollte es zu einer Tonstörung kommen, werden wir zudem Hinweise im Bild einblenden. Umgekehrt würden wir Ihnen im Fall einer reinen Bildstörung über die Tonübertragung weitere Informationen zukommen lassen. Eine vollständige Verbindung sollte dann zügig wiederhergestellt sein. Meine Damen und Herren, der Vorstand hat nach Maßgabe der anwendbaren Übergangsvorschriften für virtuelle Hauptversammlungen die bis einschließlich 31. August 2023 einberufen werden, am 16. Dezember 2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, dass diese Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird. Die Voraussetzungen für die Abhaltung als virtuelle Hauptversammlung sind erfüllt. Die wesentlichen Gründe für die Entscheidung habe ich Ihnen eingangs bereits erläutert. Auf Einzelheiten, insbesondere die Einräumung bestimmter Rechte, werde ich später noch eingehen. Zunächst möchte ich feststellen, die Einberufung unserer heutigen virtuellen Hauptversammlung ist im Bundesanzeiger vom 7. März 2023 mit der Tagesordnung und den Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat Form- und fristgerecht veröffentlicht worden. Die Belege liegen dem Notar vor und werden zur Niederschrift genommen. Im Vorfeld der Hauptversammlung sind keine Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung und auch keine zugänglich zu machenden Gegenanträge und Wahlvorschläge eingegangen. Die Gesellschaft hat eine Stellungnahme erhalten, die sie fristgerecht im Investorportal und auf der Internetseite veröffentlicht hat. Seit der Einberufung, also seit dem 7. März 2023, waren alle vorgeschriebenen Unterlagen und Informationen auf der Internetseite der Covestro AG zugänglich. Die Unterlagen bleiben dort auch jedenfalls noch für die gesamte Dauer dieser virtuellen Hauptversammlung verfügbar. Jeweils ein Exemplar sämtlicher Pflichtauslagen befindet sich heute hier im Versammlungsraum zu Händen von Herrn Notar Dr. Hermanns. Meine Damen und Herren, damit Sie Ihre Fragen auf einer umfassenden und aktuellen Informationsbasis an das Unternehmen stellen können, haben wir auch in diesem Jahr die Reden des Vorstandsvorsitzenden und des Finanzvorstands sowie auch meine eigene Rede eine Woche vor der Hauptversammlung auf der Internetseite des Unternehmens veröffentlicht. Meine Damen und Herren, wir führen selbstverständlich auch für unsere virtuelle Hauptversammlung, wie gesetzlich vorgegeben, ein Teilnehmerverzeichnis. Darin sind die hier im Raum anwesenden Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie die von Ihnen vertretenen Aktionärinnen und Aktionäre mit ihren jeweiligen Aktienbeständen ausgewiesen. Darüber hinaus weist das Teilnehmerverzeichnis im Einklang mit den neuen gesetzlichen Vorgaben all jene Aktionärinnen und Aktionäre bzw. deren Vertreter aus, die der heutigen virtuellen Hauptversammlung über unser Investorportal elektronisch zugeschaltet sind. Das Teilnehmerverzeichnis liegt hier im Versammlungsraum aus und ist außerdem für die elektronisch zur Hauptversammlung zugeschalteten Aktionärinnen und Aktionäre bzw. ihre Vertreter über unser Investorportal einsehbar. Es wird fortlaufend aktualisiert, soweit erforderlich. Ich werde Ihnen die Präsenz später im Verlauf der Hauptversammlung mitteilen. Meine Damen und Herren, die form- und fristgerecht angemeldeten Aktionärinnen und Aktionäre konnten ihr Stimmrecht bereits im Vorfeld der Hauptversammlung ausüben, entweder in Form einer Briefwahl oder mittels Anweisung und Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. Auch während dieser virtuellen Hauptversammlung ist über unser Investorportal im Internet noch eine elektronische Stimmabgabe oder eine Weisungserteilung möglich. Die Möglichkeit, die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft über das Investorportal zu bevollmächtigen, und Ihnen Weisen zu erteilen, besteht noch bis zum Beginn der Abstimmung. Die Möglichkeit der elektronischen Briefwahl über das Investorportal besteht darüber hinaus noch einige Augenblicke länger, nämlich so lange, bis ich als Versammlungsleiter die Abstimmung schließe. Wenn wir zu den Abstimmungen kommen, werde ich auf die relevanten Zeitpunkte noch einmal ausdrücklich hinweisen. Ich möchte Sie aber bereits jetzt schon auffordern, Ihre Stimmen rechtzeitig abzugeben. Informationen zur Ausübung des Stimmrechts finden Sie auch in der Einberufung und auf der Internetseite von Covestro. Meine Damen und Herren, wie bereits gesagt, haben Sie heute, anders als in den Vorjahren, die Möglichkeit, sich über eine Schaltfläche im Hauptmenü des Investorportals zu Wort zu melden. Ich erläutere Ihnen nunmehr die wesentlichen Eckpunkte, sowohl für die Inhalte Ihrer Beiträge als auch für den formellen Prozess, in dem wir die Aussprache heute führen und abwickeln werden. Nun zunächst zu den Inhalten. Bitte gestalten Sie Ihren Beitrag so, wie Sie es auch aus einer Präsenzversammlung kennen. Sprechen Sie bitte nur zur Tagesordnung sowie gegebenenfalls zur Geschäftsordnung. Und schweifen Sie bitte nicht zu sachfremden Themen ab. Außerdem bitte ich Sie, sich angemessen kurz zu fassen, auch im Interesse aller Ihrer Mitaktionärinnen und Aktionäre, die gegebenenfalls zu Wort kommen möchten. Als Richtwert sollte Ihnen dabei ein Zeitrahmen von 10 Minuten dienen. Ich darf klarstellen, dass dies keine förmliche Beschränkung der Redezeit ist, sondern lediglich eine für Sie unverbindliche Bitte. Ich wäre dennoch dankbar, wenn Sie sich im Interesse aller Beteiligten an dem genannten Richtwert von 10 Minuten orientieren würden. Als Hilfestellung wird hierbei eine Uhr eingeblendet, die zeigt, wie lange jemand schon spricht. Als Versammlungsleiter bin ich dazu berufen, für eine rechtmäßige und sachgerechte Durchführung der Hauptversammlung zu sorgen. Dazu gehört auch, dass ich die Frage- und Redezeit förmlich angemessen beschränken kann sollte mir dies im weiteren Verlauf der Versammlung erforderlich erscheinen, insbesondere mit Blick auf die Zahl der eingegangenen und noch unerledigten Wortmeldungen. Wir werden die heutige Aussprache als Generaldebatte führen, wie Sie es auch aus unseren früheren Präsenzversammlungen kennen. Sie haben also die Möglichkeit, zu sämtlichen Tagesordnungspunkten zu sprechen und müssen sich nicht etwa für unterschiedliche Tagesordnungspunkte einzeln anmelden. Als Versammlungsleiter bin ich außerdem berufen, darüber zu entscheiden, auf welche Weise Sie heute Ihre Fragen an uns richten können. Wie in der Einberufungsunterlage bereits angedeutet, lege ich hiermit fest, dass Fragen ausschließlich per Videoübertragung gestellt werden können. Wenn Sie Fragen stellen möchten, Melden Sie sich also bitte über unser Investorportal für einen Redebeitrag an und nutzen Sie Ihren Beitrag dann nach eigener Wahl, um zu reden, um Fragen zu stellen oder um beides zu tun. In gleicher Weise müssen Sie einen Redebeitrag anmelden, falls Sie während der heutigen Hauptversammlung einen Antrag stellen möchten, sei es zur Sache oder zur Geschäftsordnung oder wenn Sie einen Wahlvorschlag unterbreiten möchten. Es besteht die Möglichkeit, bei der Anmeldung Ihres Redebeitrags im Investorportal darauf hinzuweisen, dass Sie einen Antrag stellen möchten. Ich wäre dankbar, wenn Sie davon Gebrauch machten, damit ich prüfen und entscheiden kann, ob Ihr Antrag gegebenenfalls eine bevorzugte Worterteilung erfordert oder rechtfertigt. Nunmehr noch einige Details zum technischen Prozedere für Ihre Wortmeldungen und zur Abwicklung der Aussprache. Durch Ihre Anmeldung werden Sie auf unsere Wortmeldeliste gesetzt. Die angemeldeten Rednerinnen und Redner werden anschließend in Gruppen von voraussichtlich maximal je fünf Personen eingeteilt. Die ersten fünf Personen werde ich rechtzeitig vor Beginn der Aussprache mit Namen aufrufen und Sie bitten, sich für einen technischen Funktionstest Ihrer Bild- und Tonübertragung bereitzuhalten. Wir werden dann die Hauptversammlung vor dem Beginn der Debatte für rund fünf Minuten unterbrechen. In dieser Zeit wird unser technisches Team mit den von mir genannten Rednerinnen und Rednern den technischen Funktionstest durchführen. Anschließend setzen wir die Hauptversammlung fort und ich werde die Rednerinnen und Redner nacheinander aufrufen und ihnen das Wort erteilen. Sie werden dann nacheinander für ihren jeweiligen Beitrag per Videoübertragung live in die Versammlung geschaltet und sind dann auch für ihre Mitaktionärinnen und Aktionäre sowie in der öffentlichen Übertragung der Hauptversammlung zu sehen und zu hören. Wir werden die Fragen aus diesen Beiträgen sammeln und zur Beantwortung vorbereiten. Nach dem Ende des letzten Redebeitrags werden wir eine erste Antwortrunde einlegen. Danach werde ich die nächsten Rednerinnen und Redner aufrufen und wir wiederholen das gerade beschriebene Prozedere bis sämtliche Rednerinnen und Redner das Wort hatten und Fragen gestellt werden könnten und alle Antworten, Antworten erteilt sind. Meine Damen und Herren, schließlich weise ich noch darauf hin, dass Sie ab Beginn der Veranstaltung bis zu deren Ende, das heißt bis zu deren Schließung durch mich als Versammlungsleiter, Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung erklären können. Auch hierfür finden Sie eine entsprechende Schaltfläche im Hauptmenü des Investorportals. Der Notar wird etwaige Widersprüche entgegennehmen und in seine Niederschrift über die Hauptversammlung aufnehmen. So viel zu den Formalien. Meine Damen und Herren, bevor wir zur Tagesordnung kommen, lassen Sie mich kurz auf das vergangene Jahr aus Sicht des Aufsichtsrats zurückschauen. Wie schon erwähnt, 2022 war überwiegend ein Jahr der Nöte und Sorgen. Nach Jahrzehnten des Friedens und der Stabilität ist der Krieg zurück in Europa. In der Folge hat sich die Energieversorgungslage dramatisch zugespitzt, mit ganz massiven Auswirkungen auch auf unsere Branche und unsere Unternehmen. Hinzu kommt die Eintrübung des wirtschaftlichen Umfeldes. Eine Gesamtsituation, in der Covestro gewissermaßen mit einer doppelten Herausforderung konfrontiert war und ist. Einerseits galt es, auf der operativen Ebene alles zu tun, um den Betrieb und das Geschäft aufrechtzuerhalten. Andererseits musste unser Unternehmen auch in, unser Unternehmen auch in dieser schwierigen Zeit seine strategischen Ziele und Wachstumschancen weiter verfolgen. Beides ist uns gelungen, meine Damen und Herren. Koveswa hat der Energiekrise mit ihrem bisherigen Höhepunkt im vergangenen Herbst und Winter getrotzt. Dank des herausragenden, unermüdlichen Einsatzes und der Flexibilität der Beschäftigten haben wir uns rasch auf die Situation eingestellt, den Energiebedarf gesenkt und Effizienzen verbessert. Unter anderem wurde an einzelnen Standorten von Gas auf Öl als Brennstoff umgestellt. Auch strategisch hat Covestro Kurs gehalten und die Ausrichtung auf die Kreislaufwirtschaft, unsere große Vision, weiter vorangetrieben. Damit verfolgen wir den richtigen Ansatz, um die Bewahrung der Lebensgrundlagen auf der Erde mit nachhaltiger Wertschöpfung zu verbinden. Ein Meilenstein in der Nachhaltigkeitsstrategie von Covestro sind die ehrgeizigen Klimaziele, die unser Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr veröffentlicht hat. Wir streben an, bis zum Jahr 2035 operativ klimaneutral zu werden. Das gilt zum einen für unsere direkten Treibhausgasemissionen, die wir in unserer eigenen Produktion erzeugen. Dabei handelt es sich vor allem um das besonders klimaintensive Lachgas. Zum anderen sollen die indirekten Emissionen aus Energieträgern, die wir von Dritten beziehen, auf Netto-Null sinken. Dabei wollen wir es aber nicht belassen. Covestro arbeitet auch an einem Klimaziel für die indirekten Emissionen aus eingekauften Rohstoffen sowie weiteren vor- und nachgelagerten Prozessen in der Wertschöpfungskette. Klimaneutral. Unzirkulär wird auch in zunehmendem Maße die Produktpalette von Covestro. Insgesamt waren unsere Materialien und Lösungen im vergangenen Jahr weiter gefragt. Allerdings sanken infolge des rezessiven Umfelds die Absatzmengen. Weil wir aber höhere Verkaufspreise am Markt erzielten, stieg der Umsatz auf ein neues Rekordniveau. Beim Gewinn sah es jedoch anders aus. Wegen der stark gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten sowie wegen Sondereffekten, nämlich außerordentlichen Abschreibungen im Anlagevermögen und Wertberichtigungen von latenten Steuerforderungen, war das Konzernergebnis erstmals negativ. Deswegen müssen wir auch erstmals davon absehen, Ihnen eine Dividende zu zahlen, verehrte Aktionärinnen und Aktionäre. Wir bedauern dies sehr und hoffen auf Ihr Verständnis. Ich bin aber davon überzeugt, dass unser Unternehmen dank seiner fundamental guten Aufstellung in der Lage ist, künftig an die Ausschüttungen der Vorjahre anzuknüpfen. Und lassen Sie mich noch erwähnen, dass das negative Konzernergebnis für 2022 nicht nur zum Ausbleiben einer Dividendenzahlung geführt hat, die schwierige wirtschaftliche Lage von Covestro hat auch dazu geführt, dass Vorstand und Beschäftigte keinen Jahresbonus für das Geschäftsjahr 2022 erhalten. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Markus Steilemann, der Finanzvorstand Dr. Thomas Töpfer werden gleich in den Reden noch im Detail auf den Geschäftsverlauf und die strategische Entwicklung eingehen. Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur Tagesordnung, wie in der Einberufung veröffentlicht. Wir beginnen mit Tagesordnungspunkt 1. Er betrifft die vorzuliegenden Abschlüsse und Berichte. Meine Damen, meine Herren, damit übergebe ich nun das Wort an den Vorstandsvorsitzenden der Covestro AG, Herrn Dr. Markus Steilemann. Vielen Dank, lieber Herr Dr. Pott. Und damit heiße auch ich Sie im Namen des gesamten Vorstands ganz herzlich willkommen, verehrte Aktionärinnen und Aktionäre. Wir freuen uns sehr, dass Sie unsere Hauptversammlung besuchen, und wir hoffen, Sie und alle, die Ihnen nahestehen, sind wohl auf in diesen schwierigen Zeiten. Meine Damen und Herren, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, als wir zuletzt zusammengekommen sind, hatte Russland gerade den Krieg gegen die Ukraine vom Zaun gebrochen. Inzwischen dauert das schreckliche Blutvergießen schon über ein Jahr. Und viele andere schwerwiegende Probleme sind daraus erwachsen. Aber wir dürfen nicht resignieren. Und wir müssen es auch nicht. Denn bei allen Nöten und Schwierigkeiten sehen wir ja auch immer wieder Lichtblicke, Auswege und Lösungen. Auf politischer Ebene, im privaten Leben und natürlich auch bei Covestro, unserem Unternehmen. Mut, Zuversicht, und Solidarität. Das ist es, was uns weiterbringt. Entschlossenes, konsequentes Handeln ist das Gebot der Stunde. Denn Handlungsbedarf besteht ja quasi an allen Ecken und Enden. Vordringlich muss natürlich der Krieg gestoppt werden, der weniger als 2000 Kilometer von uns weg tobt. Wir müssen aber auch mit seinen vielen Folgen fertig werden, die wir alle sehr direkt spüren. Da ist die Energiekrise in Deutschland und Europa. Sie macht einem jeden von uns zu schaffen. Und sie trifft auch unser Unternehmen und unsere gesamte Branche, die Chemie. Das Gleiche gilt für die hohe Inflation. Auch sie eine Konsequenz aus dem russischen Angriffskrieg. Einhergehend damit schwächelt die weltweite Konjunktur. Die Corona-Pandemie klingt zum Glück ab, hinterlässt aber auch tiefe Spuren. Das ist alles andere als ein günstiges Umfeld für Covestro. Die geballten Krisen haben unser Geschäft 2022 massiv beeinflusst und unsere Erwartungen an das laufende Jahr sind entsprechend gedämpft. Aber, meine Damen und Herren, es besteht kein Grund, schwarz zu sehen. Im Gegenteil, wir blicken mit einer Grundzuversicht nach vorn, denn gerade jetzt zeigt sich, dass unser Unternehmen richtig aufgestellt ist, dass wir 2022 die richtigen Schritte unternommen haben und dies auch in Zukunft weiter tun. Das verdanken wir auch dem Neuzuschnitt unseres Unternehmens, über den ich Ihnen auf der letzten Hauptversammlung berichtet hatte. Covestro ist dadurch noch einmal deutlich effizienter und kundennäher geworden. Wir stehen finanziell auf festen Füßen und unser Ansatz in den Regionen für die Regionen zu produzieren, erhöht unsere Unabhängigkeit von globalen Lieferketten. Insgesamt geht es unsere Strategie immer mehr auf ihr Name Sustainable Future zeigt, dass wir weit nach vorn schauen, eben in eine nachhaltige, gute Zukunft für unser Unternehmen und für die Gesellschaft als Ganzes. Wir haben dabei weit mehr im Blick als die Überwindung der aktuellen Krisen und Probleme. Hinter diesen lauern bekanntlich enorme langfristige Herausforderungen wie der Klimawandel, der Raubbau an den natürlichen Ressourcen oder die Schädigung der Umwelt. Das vergangene Jahr mit seinen Dürren und Überflutungen hat gezeigt, was die Menschheit zu erwarten hat. Wir bei Covestro helfen bei der Bewältigung vieler Probleme. Wir adressieren mit unseren Produkten, Technologien und Lösungen konsequent globale Trends wie nachhaltige Mobilität und erneuerbare Energien. Wir richten unser gesamtes Unternehmen vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und wir verfolgen ehrgeizige Klimaziele. Darauf werde ich nachher noch näher eingehen. So werden wir unserem Unternehmenszweck gerecht die Welt lebenswerter zu machen und sind optimal für künftiges Wachstum positioniert. Dazu, wie gesagt, gleich mehr. Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, auf ein Thema, das uns alle bewegt, möchte ich jetzt schon näher eingehen. Die Energiekrise. Sie wissen, um Chemikalien und Kunststoffe herzustellen, braucht man sehr viel Strom. Ebenso Dampf, den wir vor allem aus Gas gewinnen. Plötzlich wurden diese Ressourcen äußerst knapp und sehr viel teurer, als in Europa und besonders in Deutschland ohnehin schon. Unsere Energiekosten haben sich seit 2020 nahezu verdreifacht. Eine Lage, auf die wir rasch und entschieden reagiert haben. Mit dem Einsatz und Ideenreichtum von vielen Kolleginnen und Kollegen. Sie haben an etlichen Stellschrauben im Unternehmen gedreht und das mit großem Erfolg. Lassen Sie mich ein Beispiel nennen. Chlor. Diese Chemikalie brauchen wir für zwei Drittel unserer Produkte. Wir stellen sie selbst her, was aber sehr viel Strom verschlingt. Daher haben sich Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen bei Covestro zusammengetan und nach Einsparpotenzialen gesucht. Das Ergebnis ist ein neues Steuerungsmodell für unsere Chloranlage in Leverkusen. Damit lässt sich abschätzen, wie sich die Strompreise monatlich entwickeln. So können wir nun sehen, auf Tag und Uhrzeit genau, wann die Anlage am günstigsten zu betreiben ist. Das macht sich bezahlt. Wir können so jede Woche Kosten in mittlerer, fünfstelliger Höhe sparen. Eine großartige Teamleistung, auf die ich sehr stolz bin. Und nur eine von vielen Ideen und Maßnahmen, wie wir auf die Energiekrise reagiert haben. Entschlossen, flexibel und kollaborativ. Das gilt auch für die vielen anderen Herausforderungen. Alle 18.000 Beschäftigten bei Covestro haben im schwierigen Jahr 2022 fantastischen Einsatz gezeigt und hervorragende Arbeit geleistet in unzähligen großen und kleinen Projekten. Dafür zollen wir alle im Vorstand Ihnen unseren größten Respekt und möchten von Herzen Danke sagen. 2022 hat einmal mehr gezeigt: Wir sind ein großartiges, solidarisches, weltumspannendes Team. Nicht zuletzt Dank unserer besonderen Unternehmenswerte Mut, Neugier und Vielfalt. Meine Damen und Herren, dieses Wertegerüst und das Engagement und Know-how der Kolleginnen und Kollegen hat uns im vergangenen Jahr auch geholfen, den widrigen wirtschaftlichen Umständen zu begegnen. Die konjunkturelle Lage hat sich stark eingetrübt. 2022 ist es zu einer Halbierung des weltweiten Wachstums gekommen. Davon waren fast alle großen Industriebereiche betroffen, die wir beliefern. Die nachlassende globale Nachfrage bremst das Wachstum in den Kernindustrien, die wir mit unseren Produkten beliefern. Das Wachstum im Bausektor lag nur noch bei 1,2 Prozent in 2022. Der Bereich Elektrik, Elektronik und Haushaltsgeräte ist um über zwei Drittel geschrumpft. Auch die Möbelindustrie hat 2022 ein Minus von fast 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. Nur die Automobilindustrie ist gut unterwegs. Hier hat sich das Wachstum mehr als verdoppelt. Insgesamt hatte Covestro 2022 also konjunkturellen Gegenwind. Trotzdem ist es uns gelungen, den Umsatz um 13 Prozent auf einen neuen Höchstwert zu steigern. Beim Ergebnis sieht es leider anders aus. Hier konnten wir die massiv gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise nur bedingt abfedern. Deswegen ist unser operatives Ergebnis, das EBTA, um knapp 48 Prozent zurückgegangen. Unter dem Strich haben wir wegen Sondereffekten erstmals einen Verlust verzeichnet. Aber und das möchte ich noch einmal betonen, finanziell ist Ihr Unternehmen nach wie vor sehr stabil, meine Damen und Herren. Wir hatten auch im Krisenjahr 2022 einen Überschuss an Barmitteln, dem sogenannten Free Operating Cashflow. Vereinfacht ausgedrückt, es ist weiter Geld in der Kasse. Letzte Woche haben wir zudem vorläufige Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht. Trotz eines weiterhin schwachen Nachfrageniveaus sind die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2023 deutlich besser verlaufen als angenommen. Was uns die jetzigen Ergebnisse zeigen, wir sind mit unserer konsequenten Strategieumsetzung und den getroffenen Maßnahmen auf dem richtigen Weg. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz in den letzten Monaten bedanken. Wir haben aus eigener Kraft einen Etappenerfolg erzielt. Gemeinsam werden wir weiterhin alles daran setzen, auch die kommenden Monate erfolgreich zu meistern. Einen tieferen Einblick in die Geschäftszahlen erhalten Sie nun von unserem Finanzvorstand Thomas Töpfer. Er wird auch auf unsere Erwartungen für das laufende Jahr eingehen. Damit übergebe ich das Wort an dich. Bitte schön, Thomas. Vielen Dank, Markus. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, Sie nun durch die Ergebnisse des letzten Geschäftsjahres führen zu können. Markus Steilemann hat das rezessive Umfeld in Europa und die hohe Volatilität in den Märkten aufgrund der unsicheren Versorgungslage mit Strom und Gas im vergangenen Jahr bereits eingeordnet. Diese Entwicklung konnte durch Wachstum in anderen Märkten nicht ausgeglichen werden. Da wir einen Teil des Kostenanstiegs an die Kunden weitergeben konnten, ist der Konzernumsatz trotz geringerer Absatzmengen um 13 Prozent auf knapp 18 Milliarden Euro gestiegen. Und damit haben wir den höchsten Umsatzwert der Konzerngeschichte erreicht. Wie bereits angedeutet, konnten die gestiegenen Kosten jedoch nur zum Teil weitergegeben werden. Die sehr hohen Energie- und Rohstoffpreise führen daher zu einem deutlich negativen Preisdelta zwischen Verkaufs- und Rohstoffpreisen. Während die Energie- und Rohstoffpreise im Jahresverlauf immer weiter zugelegt haben, wurden die Möglichkeiten zur Preisweitergabe zunehmend eingeschränkt und zudem ergab sich ein negativer Mengeneffekt von rund 5%. Unter dem Strich liegt unser EBITDA im Geschäftsjahr 2022 am Ende bei insgesamt 1,6 Milliarden Euro und im Jahr davor hatten wir 3,1 Milliarden Euro verzeichnet. Lassen Sie uns nun einen Blick auf die beiden Segmente werfen. Das negative Preisdelta betrifft nämlich insbesondere das Segment Performance Materials denn aufgrund des Commodity Charakters der Produkte ist das Segment der Nachfrageentwicklung am Markt besonders stark ausgesetzt und dies schränkt die Möglichkeit zur Weitergabe der Energie- und Rohstoffpreise in einem rezessiven Umfeld stark ein. Besonders deutlich wird das durch die stark rückläufige EBITDA-Marge. Während der Umsatz gestiegen ist, ist das EBITDA im Vergleich zum Vorjahr um 63 auf insgesamt 951 Millionen Euro zurückgegangen. Und wir erwarten, dass auch das Jahr 2023 für Performance Materials herausfordernd bleiben wird. Das Segment Solutions und Specialties hingegen profitiert durch die starke Spezialisierung von engeren Kundenbeziehungen und besseren Möglichkeiten, hohe Kosten durch steigende Energie- und Rohstoffpreise weiterzugeben. Und die größere Resilienz in diesem Segment zeigt sich in der annähernd stabilen EBITDA-Marge. Denn trotz rückläufiger Mengen führte das starke Umsatzwachstum auch zu einer Ergebnissteigerung. Und ein sehr wichtiger operativer Hebel hierbei ist, dass die Integration des Geschäftsbereichs Resins and Functional Materials, also RFM, schneller gelingt als ursprünglich geplant. Für das laufende Jahr steht jedoch auch Solutions and Specialties trotz der robusten Entwicklung im Jahr 2022 weiter vor Herausforderungen. Die wirtschaftliche Entwicklung der beiden Segmente führte in Summe zu einem Rückgang in unserem EBITDA auf 1,6 Milliarden Euro. Im abgelaufenen Jahr mussten wir zudem außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 463 Millionen Euro vornehmen. Und dazu kamen zusätzlich Wertminderungen latenter Steuerforderungen auf Verlustvorträge in Höhe von 255 Millionen Euro. Und diese Sondereffekte führten dann in Summe zu einem negativen Konzernergebnis. Unsere Dividendenpolitik sieht seit der Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2020 vor, dass zwischen 35 und 55 Prozent des Konzernergebnisses als Dividende ausgeschüttet werden sollen. In diesem Zuge haben wir für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende in Rekordhöhe von 3,40 Euro je Aktie ausgezahlt und werden ebenfalls im Rahmen unserer Dividendenpolitik für das Geschäftsjahr 2022 keine Auszahlung vornehmen. Da auch unser Bonussystem, das PSP-System, die Gesamtperformance des Unternehmens in den Mittelpunkt stellt, erhalten der Vorstand und unsere Mitarbeitenden für das abgelaufene Jahr infolge des negativen Konzernergebnisses keine Bonuszahlung. Und wie herausfordernd das vergangene Geschäftsjahr war, zeigt auch der Blick auf den Free Operating Cashflow. Hier hat sich der starke Rückgang im EBITDA vor allem ab dem zweiten Quartal niedergeschlagen. Und wir haben gezielt mit konsequentem Working Capital Management gegengehalten und konnten hieraus, wie Sie sehen, einen positiven Effekt von 312 Millionen Euro generieren. Dazu kamen Investitionsausgaben in Höhe von insgesamt 832 Millionen Euro. Denn auch im Geschäftsjahr 2022 haben wir selbstverständlich in die Instandhaltung und Optimierung unserer bestehenden Anlagen investiert. Um unsere Produktion bestmöglich aufzustellen und unseren Mitarbeitenden moderne und sichere Arbeitsplätze zu bieten. Und wir haben außerdem in den Ausbau unserer Produktionskapazitäten investiert. Markus Steilemann wird Ihnen dazu gleich noch mehr Details liefern. Wie Sie sehen, fielen im Geschäftsjahr 2022 außerdem Ertragssteuern in Höhe von insgesamt 538 Millionen Euro an. Diese Höhe ist vor allen Dingen durch eine aus steuerlicher Sicht ungünstige geografische Aufstellung bedingt. Und die Position sonstige bezieht sich insbesondere auf die Bonuszahlung für das Geschäftsjahr 2021, die im zweiten Quartal 2022 zahlungswirksam wurde. Und damit haben wir auf Jahressicht insgesamt einen positiven Cashflow von 138 Millionen Euro erreicht. Und dieser positive Cashflow belegt klar und unser konsequentes Handeln in herausfordernden Zeiten. Wir haben eine solide Bilanz und eine starke Liquiditätsbasis. Wir verknüpfen zunehmend unsere Finanzierungs- und unsere Nachhaltigkeitsstrategie und richten uns damit weiter auf nachhaltiges Wachstum aus. Am 13. April haben wir zudem vorläufige Finanzkennzahlen veröffentlicht für das erste Quartal und die von uns ergriffenen Maßnahmen wirken. Denn mit einem vorläufigen EBITDA in Höhe von 286 Millionen Euro haben wir unsere eigenen Erwartungen sowie die Erwartungen des Kapitalmarkts deutlich übertroffen. Und das, obwohl die Nachfrage im ersten Quartal weiterhin auf schwachem Niveau war. Und damit sind die ersten drei Monate des Jahres 2023 deutlich besser verlaufen als noch zu Jahresbeginn erwartet. Damit, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, sind wir gut für die momentan unsichere Konjunkturentwicklung gewappnet und blicken zuversichtlich in die kommenden Monate. Und damit wieder zurück zu Markus Steilemann. Lieber Thomas, vielen Dank für deine Erläuterungen. 2023 wird also wiederum ein herausforderndes Jahr, meine Damen und Herren. Aber ich bin mir sicher, wir werden es wiederum gut bewältigen, indem wir weiter alle Register ziehen, um durch die aktuellen Krisen zu kommen und indem wir konsequent unsere Strategie weiterverfolgen. Denn mit ihr sind wir eindeutig auf dem richtigen Kurs. Dieser Kurs bedeutet, wir ergreifen die großen Chancen, die mit dem globalen Megatrend zu umfassender Nachhaltigkeit verbunden sind. Die Welt muss grüner und smarter, sicherer und komfortabler werden. Wir bei Covestro tragen dazu bei, mit dem, was wir besonders gut können, mit besonders nachhaltigen, innovativen Kunststoffen. Diese haben wir in zwei unterschiedlichen Geschäftsbereichen gebündelt. Thomas Töpfer erwähnte sie bereits. Da ist zum einen das Geschäft mit maßgeschneiderten Werkstoffen. Dieses basiert vor allem auf Innovation und individuellen Kundenlösungen. Und da ist zum anderen. Das Geschäft mit standardisierten Materialien, bei dem es insbesondere auf Prozesseffizienz und Kostenkontrolle ankommt. Beide Geschäfte, das möchte ich betonen, sind sehr attraktiv und voller Potenzial. Denn sie adressieren wichtige globale Trends und die entsprechenden Bedürfnisse von vielen Schlüsselindustrien. Sei es die Energiewirtschaft, sei es der Mobilitätssektor oder das Bauwesen. Sie alle vollziehen tiefgreifende Transformationen Richtung Nachhaltigkeit. Und dafür benötigen Sie die richtigen Materialien. Materialien, die wir in enger Abstimmung mit unseren Kunden bereitstellen und stetig weiterentwickeln. So sind wir im Wortsinn auf kurz zu nachhaltigem Wachstum. Lassen Sie mich das anhand einiger Beispiele erläutern. Thema Energiewirtschaft. Dieser Sektor. Verursacht mit Abstand die meisten klimaschädlichen Treibhausgase und muss sich schon von daher dringend umstellen. Weg von fossilen Energieträgern wie der Kohle hin zu erneuerbaren Quellen wie Sonne und Wind. Gleichzeitig brauchen wir viele andere Bereiche, darunter die Chemie, künftig wesentlich mehr Strom und auch der muss grün sein. Noch aber sind die erneuerbaren Energien nicht so kostengünstig, um mit den fossilen mitzuhalten. Hier setzen wir mit unseren Produkten und Lösungen an. Wir haben zum Beispiel für Windkraftanlagen ein sogenanntes Polyurethan-Infusionsharz entwickelt. Damit können Rotorblätter leichter, länger und stärker werden. Das erhöht die Ausbeute. Gleichzeitig wird auch die Herstellung effizienter. Damit verringern sich die Produktionskosten für Rotorblätter um 8%. Prozent. In der Summe können die Stromgestehungskosten um 2,4 Prozent sinken, wenn Covestro-Materialien zum Einsatz kommen. Ein großes Potenzial für die Hersteller von Windkraftanlagen und die Betreiber von Windparks. Meine Damen und Herren, unsere Produkte treiben aber nicht nur die Energiewende voran, sondern unterstützen auch den großen Wandel in der Mobilität. Die Zukunft gehört alternativen Antrieben wie dem Elektromotor. Auch hier erweisen sich unsere materialien im wortsinn als wegbereiter? die polycarbonate aus unserem hause machen e autos leichter und erhöhen damit die reichweite und sie sind überaus nützlich in batteriegehäusen und ladestationen denn diese werden so sicher robust und kostengünstig. über elektroantriebe hinaus haben wir weitere große mobilitätsthemen im blick da ist der trend zum autonomen fahren das zahlreiche Vorteile wie größere Sicherheit und mehr Komfort bieten kann. Und da ist der zunehmende Wunsch nach Individualisierung, die sich auch in der Fortbewegung bemerkbar macht. Hierfür entwickeln wir innovative Materialien und Konzepte für funktionale und voll vernetzte Fahrzeuginnenräume. Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, ein weiteres sehr aktuelles Beispiel für nachhaltiges Wachstum kommt aus dem Bereich Verpackungen. Sie wissen, Insbesondere in Europa gibt es klare Vorgaben, um den immensen Verpackungsmüll und die negativen Folgen zu reduzieren, die sich daraus für die Umwelt ergeben. Dafür muss viel mehr Abfall recycelt werden. Das geht mit Papier als Verpackungsmaterial bisher am besten. Dafür muss es aber noch behandelt werden, um zum Beispiel keine Feuchtigkeit durchzulassen. Auch hier bietet unser Unternehmen passende Produkte. Denn wir haben ein spezielles Beschichtungsharz entwickelt. Das Papier übernimmt dadurch Eigenschaften von Kunststoff und hält beispielsweise die Feuchtigkeit draußen. Das Besondere? Es kann trotzdem als Altpapier recycelt werden. Unser innovatives Material ist in zweifacher Hinsicht besonders nachhaltig. Es trägt nicht nur zur Kreislaufführung im Verpackungswesen bei, es wird aber hinaus auch selbst im Sinne der Kreislaufwirtschaft hergestellt, mit Rohstoffen, die teilweise auf Pflanzen basieren. Meine Damen und Herren, Lassen Sie mich nun noch einen anderen wichtigen Bereich streifen, der auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit unsere Materialien braucht. Ich spreche vom Baugewerbe, das für rund 20 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Von daher ist es verständlich, dass in der EU künftig nur noch klimaneutrale Neubauten entstehen sollen. Gleichzeitig müssen Millionen von bestehenden Wohnungen und Häusern energetisch saniert werden. Das führt zu einem steigenden Bedarf an effizienter Dämmung. Denn gut isolierte Gebäude geben wenig Wärme ab und lassen die Kälte vor der Tür. Ein besonders guter Dämmstoff ist Polyurethan-Hartschaum und wir bei Covestro liefern dafür die Hauptkomponenten, darunter die Substanz MDI. Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, wir erwarten mithin eine steigende Nachfrage nach MDI. Darauf stellen wir uns ein, indem wir unsere Produktionskapazitäten hochfahren. An unserem Standort im spanischen Tarragona haben wir deshalb vor wenigen Wochen eine neue Großanlage in Betrieb genommen. Dort wird das MDI auf besonders umweltverträgliche Weise hergestellt, und zwar mit einer besonderen Technologie, die Covestro zusammen mit einem Partnerunternehmen entwickelt hat. An dieser Stelle komme ich noch einmal zurück auf das Thema Chlor. Das brauchen wir für MDI. Und mit unserer innovativen Technik lässt es sich bis zu 25%, mit bis zu 25 Prozent weniger Strom herstellen. Was wiederum bedeutet, dass die neue Anlage in Spanien bis zu 22.000 Tonnen CO2 pro Jahr vermeidet. Sie sehen, meine Damen und Herren, wir investieren auch in diesem herausfordernden und unsicheren Zeiten weiter in unsere Produktionsbasis. Das gilt auch für unseren Standort Maptaput in Thailand. Dort haben wir kürzlich. Den Grundstein für eine neue Anlage gelegt, in der Spezialfolien aus Polycarbonat hergestellt werden. Sie kommen vor allem in Ausweisen, Autodisplays und Elektronikgeräten zum Einsatz und werden im asiatisch-pazifischen Raum verstärkt nachgefragt. Die Rohstoffe für diese Folien basieren teilweise auf Bioabfall. Alternative Rohstoffe, stromsparende Produktion, das sind nur zwei Beispiele dafür. Wie sehr Nachhaltigkeit auch intern für uns im Mittelpunkt steht. Hier haben wir uns 2022 neue, ehrgeizige Ziele gesetzt. Wir wollen Covestro bereits bis 2035 operativ klimaneutral machen. Das heißt, die Treibhausgasemissionen aus eigener Produktion und aus eingekaufter Energie sollen dann bei Netto Null liegen. Auf dem Weg dahin haben wir voriges Jahr unseren Ausstoß an Kohlendioxid-Äquivalenten um rund 10 Prozent gesenkt. Gleichzeitig machen wir weiter Fortschritte bei der Umstellung auf erneuerbare Energien. 12 Prozent beträgt der Anteil an unserem gesamten Stromaufkommen inzwischen. In diesem Jahr sollen es bis zu 18 Prozent werden. Das gelingt uns vor allem, weil wir auf direkte Verträge mit Energielieferanten setzen. An unserem Standort im chinesischen Shanghai können wir so schon rund 30 Prozent des jährlichen Strombedarfs durch Wind- und Sonnenenergie decken. Shanghai und alle anderen wichtigen Standorte weltweit besitzen zudem inzwischen eine wichtige Zertifizierung nach dem international anerkannten Standard ISCC. Das ist eine zentrale Voraussetzung für die sogenannte Massenbilanzierung. Hierbei werden recycelte oder biobasierte Rohstoffe rechnerisch den Endprodukten zugeordnet. Ungefähr so, wie man es vom Ökostrom aus der Steckdose kennt. Auf diese Weise können wir die Kreislaufwirtschaft vorantreiben, unser großes Projekt, auf das wir das gesamte Unternehmen ausrichten. Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, wir sehen in einer konsequenten Kreislaufwirtschaft den Schlüssel zur Lösung vieler globaler Herausforderungen. Zirkularität wird der Menschheit helfen, die schwindenden Ressourcen der Erde zu schonen, die Umwelt zu bewahren und Klimaneutralität zu erreichen. Gleichzeitig bieten sich neue Möglichkeiten der Wertschöpfung, die Nachhaltigkeit und Wachstum vereint. Bei Covestro haben wir uns daher komplett der Kreislaufwirtschaft verschrieben. Natürlich erfolgt so etwas nicht auf Knopfdruck über Nacht. Wir stehen erst am Anfang eines langen Weges. Aber wir haben schon zahlreiche vielversprechende Schritte gemacht und wir werden den Weg konsequent fortsetzen, bis wir unsere Vision verwirklicht haben. Der Übergang zur Kreislaufwirtschaft ist allerdings kein Einzelprojekt. Nötig ist eine umfassende gesamtgesellschaftliche Transformation. Die Wirtschaft muss und wird sich verändern. Und auch wir als Verbraucher müssen unser Verhalten umstellen. Um das Thema Kreislaufwirtschaft ins allgemeine Bewusstsein zu bringen, helfen auch Produktkennzeichnungen. So schaffen wir Akzeptanz und Vertrauen. Covestro hat daher 2022 ein Label eingeführt, das zirkuläre Materialien und Technologien erkennbar macht. Dieses neue Label heißt CQ, abgeleitet von Circular Intelligence. Damit machen wir Produkte kenntlich, die zu mindestens 25 Prozent aus alternativen Rohstoffen bestehen. Wie im Supermarkt mit gekennzeichneten Bioprodukten haben unsere Kunden nun ebenfalls die Wahl. Meine Damen und Herren, nicht fossile Rohstoffe nutzen, das ist die eine Säule der Kreislaufwirtschaft. Die andere Säule ist das Recycling von ausgedehnten Produkten und Abfall. Die hohe Notwendigkeit möchte ich Ihnen an einem Alltagsprodukt verdeutlichen, das Sie vermutlich alle besitzen. Matratzen. In Europa werden davon jedes Jahr rund 40 Millionen Stück ausrangiert. Würde man sie nebeneinander legen, könnte man damit zweimal die Welt umrunden. Diese 40 Millionen Matratzen landen normalerweise in Müllverbrennungsanlagen oder Deponien. Dabei sind alte Matratzen nichts anderes als wertvoller Rohstoff für neue. Matratzen wiederverwerten statt zu Müll werden zu lassen. Auch das ist unser Anspruch bei Covestro, meine Damen und Herren. Genauer gesagt, geht es um das Innenleben, um den bequemen Schaumstoff unter dem Überzug. Dieser Schaumstoff besteht oft aus Polyurethan, dem vielseitigen Material, vor das wir die zentralen Komponenten produzieren und stetig weiterentwickeln. Polyurethan hat zahlreiche Vorteile, aber einen Nachteil. Es lässt sich nicht recyceln. Jedenfalls Bislang nicht. Das ändert sich nun. Auch hier sind wir erfolgreich gestartet, denn wir haben zusammen mit Partnern eine innovative Technologie entwickelt, um beide Kernrohstoffe zurückzugewinnen. Wir tun dies auf chemischem Wege, indem der Schaum in seine Moleküle zerlegt wird. Diese können dann zur Herstellung von neuem Schaumstoff und neuen Matratzen verwendet werden. Den Rahmen dieses bahnbrechenden Projektes bildet EvoCycle CQ unser Programm für innovatives Recycling. Hierbei wollen wir insbesondere das eben erwähnte chemische Recycling vorantreiben. Das ist ein neuer Ansatz, für den wir deshalb die richtigen Rahmenbedingungen benötigen. Meine Damen und Herren, ein weiterer vielversprechender Ansatz, um die Kreislaufwirtschaft voranzubringen, ist optisch winzig, kann aber riesige Wirkung erzielen. Die Rede ist von der industriellen Biotechnologie. Hier geht es um den Einsatz von Mikroorganismen und Enzymen. Ein Zukunftsthema, das auch bei Covestro im Fokus der Forschung und Entwicklung steht. Im vergangenen Jahr haben wir unsere Biotechnologieaktivitäten intensiviert und eine spezielle Forschungsgruppe gegründet. Hier arbeiten unsere Expertinnen und Experten daran, Enzyme gezielt für das Kunststoffrecycling zu nutzen. Außerdem sollen die Enzyme helfen, Abwasser aufzubereiten und Kunststoffabfall in der Natur vollständig zu zersetzen. Mit Hilfe der Biotechnologie ist, es uns bereits, ist uns bereits ein Durchbruch gelungen. Wir können die wichtige Chemikalie Anilin so komplett aus Pflanzen herstellen. Anilin brauchen wir zur Produktion von MDI, der zentralen Dämmstoffkomponente. Sie erinnern sich. Und mit Dämmstoff wiederum. Adressieren wir das Megathema nachhaltiges Bauen. So schließt sich der Kreis. Und damit, meine Damen und Herren, komme ich zum Ende meiner Ausführungen. Lassen Sie mich zusammenfassen. Stabilität. Unsere Strategie Sustainable Future und die solide Bilanz bilden unser solides Fundament, auch in herausfordernden Zeiten. Nachhaltiges Wachstum. Wir richten unser Geschäft konsequent auf Zukunftsbereiche wie nachhaltiges Bauen neue Mobilitätsformen und erneuerbare Energie aus. Kreislaufwirtschaft. Wir gehen voran, um Zirkularität zu einem globalen Leitprinzip zu machen, als Schlüssel für viele Herausforderungen von heute und morgen. Unser Unternehmen ist also auf gutem Kurs. Wir halten Stand. Wir schaffen Wert. Und wir stiften Nutzen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, dass Sie heute unsere virtuelle Jahreshauptversammlung verfolgt haben. Falls Sie etwas verpasst haben, können Sie sich jederzeit diesen Livestream erneut ansehen. Auf unserer Website finden Sie alle weiteren Informationen zur Jahreshauptversammlung. Sie haben Fragen, stellen Sie diese gerne in den Kommentaren und wir antworten so schnell wie möglich. Vielen Dank nochmals fürs Einschalten. Wir freuen uns, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.